Ich mache mit Abstand die beste Kürbissuppe EU-West. Ihr verpasst wirklich was, wenn ihr die nicht macht. Es ist endlich Kürbissaison. Endlich! Wir brauchen einen Hokkaido-Kürbis. Eine Zwiebli. Mein Papa hat mir eine Tüte aus seinem Garten mitgegeben. Ich bin die ganze Zeit schon so gespannt, wie die schmecken. Ach ja, Gemüsebrühe. Und Creme Fraiche. Kürbisschälen und aushöhlen. Ich meine aushöhlen, sorry, ich habe zu viel True Crime geguckt. Ich weiß, man kann ihn auch mit Schale essen, aber ich mag das nicht. Wusstet ihr, dass Kürbis sehr viel Vitamin C hat? Er ist super für Knochen, Zähne und Bindegewebe. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, was der alles kann. In ihm ist Kalium, was gut für Herz und Nerven ist. Jetzt kommt Papas Zwiebel zum Einsatz. Das war mit weitem die schlimmste Zwiebel meines Lebens. Wieso? Diese Zwiebeln waren so schlimm. Papa, was hast du für Zwiebeln? Oh mein Gott. Die Zwiebeln auf jeden Fall in kleine Würfelchen schneiden. Und glasig dann andünsten. In der Zwischenzeit 750 Milliliter Gemüsebrühe. Und wenn die Zwiebelis fertig sind, alles ab in den Topf. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker rein. Und dann alles schön 20 Minuten kochen lassen. Nach dem Kochen alles schön cremig klein pürieren. Ich habe mich das ganze Jahr schon über genau auf den Tag gefreut. Das ist mit Abstand eins der besten Essen überhaupt. Ich habe noch nie was anderes aus Kürbis gekocht. Das macht im Gegenzug gerne das Plus weg, damit wir es zusammen machen. Ihr bereut's nicht. So lecker.